Ich begrüße Sie zu der Walliser Nachricht am Samstag, dem 30. Mai 2009. Folgendes ist im Wallis passiert. Empfang von der Staatsrätin Esther Weber-Kalbermatte, internationales Treffen von den Gebirgslandepiloten und die Auszeichnung von der Stefanie Heinzmann. Schön, hat er eingeschaltet. Am Pfingstwochenende treffen sich die Gebirgslandepiloten zu Raro, zu Brigg und zu Bochs. Am Samstag sind die Piloten aus verschiedenen Ländern zu Raro eingetroffen. Am Abend hat man dort zu Brigg offiziell begrüßt. Am Sonntag geht es dann weiter Richtung Bochs. Da kommt der Eudi Trophäe vom Hermann Geiger Cup 2009 übergeben. Der Anlass kommt alle 10 Jahre in der Schweiz durchgeführt. Am Freitag am Abend hat die Stadtgemeinde Brigg-Lies zum neuen Zeughaus Kultur ihre neue Walliser Staatsrätin Esther Weber-Kalbermatte empfangen. Ein Haufen namhafter Politiker sind an dem Anlass dabei gewesen, so wie alle Staatsratskollegen, die sich beglückwünscht haben, wie hier der Glodrock. Und Eudi Brigger Stadtpräsidentin und Nationalrätin Viola Amherd haben ihrer Ansprache der erste Freude im Walliser Staatsrat gratuliert. In ihrer eigenen Rede hat Esther Weber-Kalbermatte unter anderem auf ihre politischen Ziele hingewiesen. Mit grosser Freude und mit Zuversicht und auch mit etwas Stolz sage ich jetzt, ich packe es an. Die Schüler von der Kollegiumsklasse 2D, E und F haben einen Spendenmarathon zugunsten von der Stiftung Nachbarn in Not organisiert. Zusammen mit verschiedenen Bands haben sich für ein abwechslungsreiches musikalisches Programm auf dem Sebastiansplatz gesorgt. Laut den Verantwortlichen ist man mit den rund 2100 gesammelten Franken, die der Erlös aus dem Kantinobetrieb noch nicht im Begriff ist, nur mässig zufrieden gewesen. Man hätte sich eine größere Summe erhofft. Der Gruppengewinn von der NBAC, der früheren EWBN, hat um rund 50'000 Franken auf knapp 1,8 Millionen Franken zugenommen. Das haben die Verantwortlichen an der gestrigen GV bekannt gegeben. Der Betriebsertrag ist um 6% auf 29,6% gestiegen. An der GV hat man weiter die beiden Verwaltungsräte Edwin Zeiter und Andreas Wieden ersetzen. An ihrer Stelle hat man Anton Kallen und der Beat Mutter gewählt. Nach dem Echo hat Stefanie Heinzmann euch an der Komet-Preisverleihung eine Auszeichnung bekommen. Die Einholzerin hat die Auszeichnung als beste Live-Act bekommen. Als beste Künstlerin hat man schon zum dritten Mal Sarah Connor ausgezeichnet. In der Sport der beste Künstler hat der Mark Medlock gewonnen. Das Wetter im Moment, das ist so ein bisschen, aber man kann sich immerhin nicht recht beschweren. Es ist nämlich noch einigermaßen angenehm. Am Samstag haben wir zwar eine regelrechte Dusche abbekommen. Wie das die nächsten Tage so ist, das verraten wir auch im Walliswetter. So ein gemischtes Wetterbild, das hat sich am Samstagmorgen gegeben. Das seht ihr euch hier auf dem Webcam-Bild von der Gondeck. Am Sonntag ist es euch wieder ähnlich. Es gibt zwar ein bisschen Sonne, aber euch wieder Wolken und wiederum 24 Grad Höchsttemperatur im Rhonetal. Es sollte zumindest am Sonntag aber noch trocken bleiben. Am Montag gibt es wieder mehr Wolken, das ist dann also langsam die Vorbereitung auf den Dienstag. Am Montag noch Spitzenwerte von 24 Grad. Der Dienstag ist dann, wie gesagt, quasi die Wende. Es zieht langsam ein paar Wolken mehr auf und es kann teilweise auch regnen. Das spielt dann mit rund 25 Grad. Der Mittwoch dann wieder ein kleines bisschen besser. Es bleibt zwar bewölkt, aber Regen sollte es nicht mehr im grossen Stil. Die Temperaturen wiederum um 26 Grad. Wenn auch bald eine Entscheidung bevorsteht, hoffe ich, dass er ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit hat als der Petrus im Moment mit eurem Wetter. Ich sage merci fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend.